Es ist Zeit für den Beichtstuhl der Liebe. Ich, W28, beichte, dass ich bei ihm zu Hause war und wir nach einer ganzen Staffel Stromberg rumgemacht haben. Okay. Zwischendurch machte er kurz eine Pause und fauchte mich wie eine Katze an. Ich lachte sofort laut los, woraufhin er mich böse anschaute und fragte, was ist denn jetzt so lustig? Die Vorstellung, was angebracht ist in einer solchen Situation, ging sehr weit auseinander. Klingt doch nach einem tierisch guten Date. Eure Beichten gerne in die Kommentare, denn...